Unfassbar. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat tatsächlich behauptet, die Chaoten von letzter Generation seien keine Extremisten. Er freut sich sogar, dass junge Menschen sich politisch engagieren, obwohl er auch behauptet, sie verüben Straftaten. Immer mehr Menschen in Deutschland fragen sich, wer regiert uns? Warum werden diese Fanatiker, diese ideologischen Extremisten dermaßen in Schutz genommen? Wohin führt uns die Ampelkoalition? Warum ist diese Politik dermaßen ideologisch geprägt? Vielen Dank.